Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PartyCraft. Und ja, es ist mal wieder Zeit zum Aufnehmen. Und ich konnte nicht zurückhalten. Ich wollte eigentlich streamen, aber dann hätte ich verraten, was ich schon alles gemacht habe. Ich wollte euch zwar mitnehmen, hab's aber leider nicht getan. Ich war so süchtig. Ich habe bestimmt, keine Ahnung, 5 Stunden gespielt hintereinander oder so. Ich war bis 2 Uhr wach und so. Auf jeden Fall sehr cool. Das Haus habe ich leider noch nicht weitergebaut. Also ein Großprojekt. Leider. Dafür ist ganz anderes gemacht. Hier hat sich nichts verändert. Werden wir jetzt aber mal was essen. Das wird nur so eine kleine Folge. Und ja. So eine kleine Notfallfolge. Morgen kommt kein PartyCraft, da kommt ein anderes Video. Nur mal eben vorgesagt. So. Hier habe ich mal das angefangen. Und jetzt kommt das. Wow. Warte, ich wollte nicht alles drücken. So, das habe ich alles gemacht. Ich habe so gesehen, ich gehe mal in F1, also F1 Modus. Ich habe. So, ich kann mal durchgehen. In jeder ist so eine. Wie heißt das nochmal? Lore mit Trichter. Trichterlore. Und die sammelt die Süßbären auf, falls sie runterfallen. Und eigentlich sollten die Füchse die Süßbären farmen, sodass sie runterfallen. Und die Trichterlore heben die nämlich auf. Ich habe nämlich extra hier so einen Spawner mit 2 Dinger. Die machen das nämlich, die produzieren Füchse. Ja, Spawner halt. Guck. Das Problem dabei ist momentan, dass die Füchse nichts machen. Bei Freebuild geht das, habe ich mitgeteilt bekommen. Es geht aber noch nicht in Citybuild. Es wird noch kommen, hoffe ich zumindest. wäre sehr nett. Und ich habe mich noch hier als Partner beworben. Ja, wegen YouTube und so. Mal gucken. Habe ich noch keine E-Mail leider bekommen. Obwohl das schon wegen 24 Stunden, aber ich warte einfach mal. Ich weiß eigentlich so, dass sie meine Videos schauen, ob die das jetzt hören oder sehen. Das weiß ich nicht. So. Meine Süßbeerenfarm, was habe ich noch? Ich habe noch nicht so verändert. Ich kann mal eben Nani voten, das mache ich dann. Scheiße, ich wollte. Okay. Und ihr seht, mein Geld ist runtergegangen. Ich musste so viel kaufen für das Projekt. Also, es war echt schon hart, finde ich. Ich hoffe, das hole ich mit den Spielen wieder raus. Weil man bekommt ja auch 0,8 für einen Süßbären. Und ja, auf jeden Fall mache ich noch eine Bambusfarm. Anders. Eine Karottenfarm, eine Zuckerrohrfarm, weil Zuckerrohr bringt ja auch viel so gesehen. Und. Ah, mehr Farmen. Kann ich theoretisch nicht machen. Ja, Kaktus. Aber wenn ich jetzt. Ich krieg nur 0, das lohnt sich nicht. Ich krieg 6,4. Hab ja schon eine Kaktusfarm hier unten. Das produziert ja hier das hier. Was hab ich hier? Oh.
Ach, stimmt. Um sich überall Fäden, alles klar. Sonst ist eigentlich nichts neu. Aber das hat mich schon ein bisschen Geld gekostet hier. Bin natürlich auch die waren aufwendig. Natürlich auch alle Fackeln und so. Das war gar nicht mal so aufwendig, weil mir da aber jemand geholfen hat. Die Süßspenden waren auch nicht so. Das auch nicht. Eigentlich war die schwierigste war die Loren. Weil man muss wirklich bis dahinten. Jetzt habe ich schon so eine große Farm und es funktioniert noch nicht mal. Ich hoffe, dass Iplexi das macht. Hoffe ich noch. Gerne. Also ich kann das ja mal in Freebuild. Also er hat gesagt, es geht im Freebuild. Und ja. Wäre das warm muss oder so, könnte erstellen. Okay. Gut. Damit war es aber auch schon mit dem Video. Ich habe gesagt, das ist nur ein kurzes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst natürlich ein Like, ein Abo da. Einen Kommentar da, wenn ihr wollt. Packt natürlich die Glocke an, falls ihr mehr sehen wollt. Morgen kommt ein anderes Video. Kein Partycraft. Leider. Aber es kommt eigentlich jetzt jeden Tag ein Video. Möchte ich eigentlich so beibehalten. Ich weiß, ich habe das Versprechen schon tausendmal gesagt und immer nicht eingehalten und so. Jetzt möchte ich das eigentlich einhalten. Und ja, gut, wir sehen uns dann. Bye, bye.